Das Ganze hat angefangen 2005. Da habe ich mit der ehrenamtlichen Hospizarbeit begonnen, habe einen Kurs gemacht und dann Sterbende begleitet. Das mache ich bis heute. Ich bin zu einer Sterbenden gerufen worden in einem Pflegeheim über einen Sterbeprozess. Das hatte ein Palliativmediziner bestätigt. Und die hörte man schon von weitem Mama rufen. Die rief immer Mama. Und da habe ich gedacht, ui, okay, da entweder habe ich für mich gleich gedacht, entweder sieht sie sie oder sie sieht sie nicht. Oder irgendwas ist da los. Und bin dann zu dieser Frau hin, die war auch noch vernehmungsfähig. Und die sagte dann, ja, meine Mama ist draußen vor der Tür, also im Flur. Aber die kommt nicht rein. Und dann habe ich ihr gesagt, vielleicht kommt sie nicht rein, weil sie möchte, dass sie zu Ihnen, dass sie zu ihrer Mutter gehen und nicht umgekehrt. Und dann hat sie das bestätigt und sagte, ja, ihre Mutter sei ja schon, sie nannte das bei Gott, war sehr gläubig. Und ich mache mich ja nun auch bald auf den Weg zu Gott und meine Mutter will mich wohl abholen. Und bei mir ist es halt so, dass ich, wenn ich schon reinkomme in so ein Zimmer oder ins Haus oder auf die Station, wo auch immer, ich merke auch, ich sage mal, wir sind nicht alleine. Es gab mal einen sehr, sehr alten Menschen, über 100, 102 war der, glaube ich, so. Und der bot mir dann in seinem Zimmer einen Stuhl an und sagte, aber bitte setzen Sie sich nicht auf den Stuhl. Und dann rutschte mir das so raus und habe ich gesagt, nee, da sitzt schon jemand. Der hat geweint wie ein Kind und sagte, endlich mal jemand, der mich ernst nimmt. Ich kann mit niemandem darüber sprechen. Ich bin nur so alt geworden und ich habe das mit niemandem besprochen bisher. Und das ist bitter und so darf das nicht sein. Das muss bitteschön integriert werden in die Hospizarbeit. Und ich glaube, da sind wir auch dabei, das ernst zu nehmen und nicht so zu tun, als wenn es das nicht gibt und schon gar nicht als Halluzinationen abzutun. Das ist es nicht. Nebenwirkungen von Medikamenten, die gibt es natürlich auch, aber die sind... Wenn man mal Studien liest oder mal Definitionen, Halluzinationen sind angsteinflößend und behindern womöglich den Sterbeprozess. Diese medialen Geschichten, also die Sterbebettvisionen oder Stimmen, die gehört werden oder auch in Träumen, die erleichtern eher das Sterben, weil immer, sehr oft, sehr häufig die Botschaft aus dem Jenseits oder wo auch immer an die Sterbenden herangetragen wird, ihr sterbt nicht alleine, ihr werdet abgeholt von den bereits Verstorbenen. Und ja, das ist doch wunderbar.